Hallo, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Wenn du schon abonniert hast, vielen Dank, dass du da bist. Und wenn du neu bist, mein Name ist Patricia Bender und ich bin hier, um jedem Menschen zu erklären und möglich zu machen, dass er alles manifestieren kann, was er sich wünscht. Ja, wir sind kraftvolle Manifestationsmaschinen, wenn wir in unserem Divine Design sind. Manche nennen es God State, ein göttlicher Zustand. Das ist ein Schöpferzustand, das ist der Schöpferzustand, das ist die Schöpferenergie, das ist die Manifestationspower, das ist die Energie, das ist die Kraft, die unsere Gedanken materialisiert. Genauso einfach ist es und genauso einfach wäre es, wenn wir mit diesem Wissen geboren wären. Aber das ist das Spiel des Lebens. Vielleicht kennt ihr auch Florence Scovel Shinn. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Spiel des Lebens. Mega cooles Buch. Und jetzt sind wir hier, um dieses Spiel des Lebens erstens zu verstehen. Es folgt nämlich genau einem Prinzip. Und das ist, ich bin, dass ich bin. So ist das Spiel des Lebens. Ich komme auf die Welt und glaube, ich bin Patricia. Ich glaube, ich bin die Patricia, die meine Eltern, die mein Umfeld, die meine Mutter, habe ich auch ein Video drüber gemacht, wie ich geboren werde und meine erste Aufgabe quasi hier ist, meine Mutter zu reflektieren. Das muss ich verstehen, dass ich nicht die bin, die meine Mutter reflektiert. Das heißt, im Gegensinn, die meine Mutter kopiert. Weil das ist das Gesetz der Reflexion. Ich bin, dass ich bin. Im Außen wird mir das reflektiert, was ich glaube zu sein. Und ich glaube zu sein, die Reflexion meiner Mutter. Ich bin meine Mutter. Und das ist natürlich etwas, was wir eigentlich alle nicht wollen, weil wir sehen ja immer wieder Dinge in unserer Mutter, die wir nicht reflektieren, alias kopieren wollen. Weil reflektieren ist kopieren. Und da fängt es wieder an, wenn ich anfange, etwas nicht kopieren zu wollen, wo ist mein Fokus? Genau auf dem, was ich nicht kopieren will. Also kopiere ich es. Und hier zu verstehen, Spiel des Lebens, Prinzip der Reflexion, ich bin, dass ich bin, dann kommt das große Erwachen. Dazu sind wir hier, zum großen Erwachen zu kommen und zu verstehen. Scheiße, das Leben funktioniert so. Ich bin das, was ich glaube zu sein. Solange ich glaube, das zu sein, was meine Mutter, meine Eltern, meine Herkunftsfamilie, ja auch wenn du deine Mutter nicht kennst, deine Mutterfigur in dir gesehen hat. Fakt. Damit kommst du. Das ist so. Aber in dem Moment, wo du das Spiel des Lebens, die Gesetze des Universums, das Prinzip der Schöpfung verstehst, kannst du dich wie Phönix aus der Asche erheben und kannst sagen, geil, ich habe es jetzt verstanden, ich bin erwacht, sozusagen, aber das ist keine große spirituelle Sache. Das Erwachen ist einfach so, wow, jetzt habe ich es verstanden. Und mit diesem Erwachen fängt eigentlich deine Divine Design Reise an, weil du erkennst, ich bin ja gar nicht diese Person, die ich dachte, immer gewesen zu sein. Und wenn du das verstehst, dann heißt es, all deine Geschichten haben keine Wirkung mehr, haben keinen Einfluss mehr, haben keine Bedeutung mehr. Sie machen dich nicht mehr aus. All deine Erlebnisse. Nichts von dem hat Bedeutung. Es ist komplett irrelevant, was
in deiner Vergangenheit war, an was du dich jemals erinnert hast. Komplett irrelevant. Weil das, was du jetzt bist, in diesem gegenwärtigen Moment, das bist du. Jetzt kommt aber das Problem. Solange wir noch aus unserer alten Herkunft sozusagen, aus unserer alten Geschichte, aus unseren alten Erfahrungen, aus unseren alten Verletzungen denken, und das tun wir, ob es uns bewusst ist oder nicht, unsere Aufgabe ist, es uns bewusst zu machen. Und jedes Mal, wenn ich merke, ich bin in einem Zustand, wo ich Dinge relevant mache, wo ich Dinge begründe, wo ich Entschuldigungen suche, wo ich Ausreden suche, dann weiß ich, ich bin wieder in einer Geschichte alias Realität gefangen, in der ich nicht mehr weiterleben möchte. Und hier fängt es an, immer wieder bewusst zu erkennen, in welcher Realität befinde ich mich gerade. Ich habe mein emotionales Führungssystem, das sagt mir, wo ich mich gerade befinde. Ich fühle mich schlecht. Ich habe Angst. Es geht mir nicht gut. Irgendwas ist unwohl. Dann weiß ich felsenfest, ich befinde mich gerade in einer Realität, in einer Vorstellung, in einer Denkweise, in der ich nicht sein will. Weder jetzt noch in Zukunft. Also kann ich es jetzt verändern. Jetzt verändere ich meine Realität, indem ich mich daran erinnere, ich bin Schöpfer. Es gibt nur ein Prinzip. Das ist die Reflexion. Ich werde reflektiert im Außen. Wenn ich mich im Innen schlecht, nicht gut genug, nicht geliebt, nicht anerkannt, falsch, arm fühle, dann bin ich erstens mal nicht in meinem Divine Design. Zweitens aber, wenn ich lange genug in diesem Zustand bleibe, in diesen Gedanken bleibe, in diesen Ansichten bleibe, werde ich im Außen Entsprechendes sehen. Ich werde sehen, ob ich gut genug bin oder nicht. Wenn ich sehe, ich bin nicht gut genug, ich habe versagt, es klappt nicht, dann weiß ich, dass ich diese Überzeugungen in mir trage, die aber falsch sind, die muss ich nicht tragen. Die kommen aus einem Human Design Zustand, aus einem Human Design State, aus einer Human Design Reflexion, die ich früher in der Vergangenheit gelebt habe, aber die ich jetzt nicht mehr weiterleben muss. Und in dem Moment, wo es mir da wieder klar ist, kann ich shiften. Aber ohne Klarheit, ohne Verständnis wird mein Denken nicht bereit sein zu shiften. Und das ist das, was ich immer wieder sehe und was ich auch bei mir selber so lange gemerkt habe, wo ich mich versucht habe, mit Law of Attraction und so weiter und Frequenz und Schwingung auseinanderzusetzen. Ohne dieses fundamentale Verständnis über das, was ich wirklich bin, zu verstehen, warum ich diesen ganzen Scheiß erlebt habe, warum ich diesen ganzen Schmerz erlebt habe, warum ich das quasi alles manifestiert habe, wie das passiert ist und wo es herkommt und dass es komplett in Ordnung so ist, weil das meine Divine Design Reise ist, unsere Divine Design Reise, unsere Reise von Selbstverständnis beschränkter Mensch zum Selbstverständnis spiritueller, energetischer, verkörperter Mensch. Das ist die Reise. Und dieser Spirit ist der höchste, geilste, schönste, beste, tollste, erfüllteste Spirit, der für mich zur Verfügung steht. Aber nur, wenn ich mich wahrnehme als dieses hochspirituelle, energetische Wesen. Und Gott ist nur eine Energie. Gott ist diese Energie, die beschrieben wird als liebend, unterstützend, erfüllend.
Die ist da, diese Energie, jede Energie ist da, jede Energie ist da. Nur wenn du nicht in dem Zustand dieser Energie bist, weil du über dich eben noch Einschränkungen, Sachen glaubst, die nicht gut genug sind, Sachen glaubst, die dich fehlerhaft machen, Sachen glaubst, die dich nicht wert machen, Sachen glaubst, die dich unterdrücken, dann wirst du nicht eintreten. Dann bleibst du Mensch. Dann bleibst du limitiert. Dann bleibst du im Mangel. Dann bleibst du schwer. Und das will ich nicht für dich, weil es ist nicht für dich vorgesehen. Nichts ist für uns vorgesehen, was schmerzhaft ist, was einschränkend ist, was traurig macht. Nichts von dem ist für uns vorgesehen. Nichts von dem. Aber wir müssen begreifen, wer wir wirklich sind. Wir müssen den nächsten Schritt machen und so denken aus dem Wissen, wer wir wirklich sind. Wir sind erfüllt mit der ganzen Welt. Die ganze Welt lebt in unserer Vorstellung. Und wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, die Realität rauszupicken, wo wir sagen, das entspricht mir. Darauf habe ich jetzt Lust. Das möchte ich erleben. Das passt zu meinem erfüllten Zustand. Und dann kommen Dinge und Dinge und Dinge und Dinge. Und so geht Manifestation. So sind wir sowieso gestrickt. Es geht nur darum, dass wir erkennen, wie kann ich endlich das stricken, was mein Herz begehrt, was meine Liebe begehrt, was mich lieben lässt, was mich Begeisterung fühlen lässt, was mich für mich begeistern lässt. Dass ich sage, geiler Scheiß, so viel geniale Sachen habe ich kreiert für mich. Und wenn ich es für mich kreiere, kreiere ich es auch für andere. Weil alles in eine Reflexion von mir in meiner Welt. So sind wir gedacht, so bist du gedacht, so ist jeder gedacht. Aber nur aus diesem Divine Design Mindset. Deswegen Divine Design Manifestation und nicht Human Design, Ego Design, Limitiert Design, limitiertes Sein Design sein. Nein, da ist so viel mehr. Da ist so viel mehr, da ist alles, verstehst du? Alles. Du weißt nicht mal, wie viel alles ist. Ich auch nicht. Wir wissen alle nicht, wie viel alles ist. Aber wir können aus allen unendlichen Potenzialen, die wir uns vorstellen können, noch ein größeres Potenzial machen, noch eine größere Möglichkeit. Es ist limitless. Wir können nicht zu viel sein, wir können nicht zu viel machen, wir können nicht zu viel wollen. Das denkt alles nur unser Ego-Design. There is not too much. We are everything. Du bist alles. Du alleine bist alles. Du musst dich mit niemandem vergleichen, mit gar niemandem. Du suchst dir deine Reflexionen. Du suchst dir die Leute aus, die genau das sagen, was mit dir resoniert. Und so bist du hier auf meinem Kanal gelandet, weil du es weißt und weil es ein Allwissen ist. Es ist ein Allwissen, das in uns wohnt. Und wir sind einfach hier, um alles abzuschälen, alles aufzudecken, uns quasi als Mensch nackig zu machen, sodass unsere ganze göttliche Energie zum Tragen kommt und manifestiert einen geilen Scheiß nach dem anderen. Also, let's do this. Ich freue mich, wenn du kommentierst, wenn du likest, wenn du sharest, wenn du teilst meinen Kanal. Ich mache einzigartige Teachings auf meine einzigartige Art und Weise. Und mein absolutes Ziel ist, jeden Menschen zu erreichen, jeden Menschen dahin zu bringen, zu erkennen, wer er wirklich ist und seine Power dazu zu nutzen, den sogenannten Himmel auf Erden zu manifestieren. Weil das ist letztendlich das, was wir uns alle wünschen. Und wir wünschen es uns, weil wir es können. In diesem Sinne, see you soon.